Eckart hier, hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Zweifel und Ängste. Leidest du seelisch? Verändere etwas. Entweder gehst du unter oder du kommst darüber hinweg. Wolltest du schon immer deine Zweifel und Ängste endlich hinter dir lassen? Heute weiß ich, dass es mir nicht mehr leid tut, was mir im Leben widerfahren ist. Heute geht es mir besser nach all den Höhen und Tiefen. Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Menschen so ein unerschütterliches Selbstbewusstsein haben? Sie haben keine Angst, ihre Ziele zu erreichen. Sie machen ihren Job und setzen um, fallen auf die Nase, stehen wieder auf und weiter geht's. Sie haben keine Angst vor Ablehnung und Versagen. Meditiere diese Ängste zu überwinden. Sei dankbar dafür, dass du sonst dein Leben im Griff hast. 90% der Menschen verschwenden keinen Moment an Zeit, um dankbar zu sein. Hier enthülle ich dir das Geheimnis eines unerschütterlichen Selbstbewusstseins, das dich zu einem unaufhaltbaren Lebensgestalter verwandelt, der all seine Ziele erreicht. Glauben und Wissen. Sage zu dir: Erstens, ich kann mir selber helfen. Mach dir einen Plan, schreib auf, was du alles weißt und kannst. Zweitens, ich entwickle mich ständig weiter und probiere Neues aus. So kommst du auch immer mit anderen Menschen in Kontakt. Sich selbst zu vertrauen, das bedeutet, dass man als Mensch wachsen kann. Viertens, ich bin echt. Das Original. Zeige dich so, wie du bist. Kopiere niemanden. Fünftens. Ich habe meine Bedürfnisse nach Liebe, geliebt zu werden, Sicherheit und Wohlstand. Sechstens. Ich schaue auch auf meine Stärken. Präge meine Stärken aus. Ich bin ein Optimist. Ich lebe meine Werte. Manches Mal muss man seine Umgebung wechseln. Ich löse meine Probleme selber. Schreib alle deine Probleme auf. Such nach Verbindung. Oft ist es so, dass das Hauptproblem, wenn es dann gelöst wird, lösen sich auch alle weiteren Probleme von selber auf. Neuntens. Ich liebe mich selbst. Sei gut zu dir, egal was passiert ist. Zehntens. Ich bin der Meister meines Lebens. Find heraus, was dich ausmacht, was dir Spaß macht. Wo stehst du, wohin willst du? Umso besser du dich selber kennst, umso mehr Selbstvertrauen wirst du haben. Ja, du bist wunderbar. Sei dankbar, dass es für dich auch eine Lösung gibt. Bedanke dich auch bei anderen Menschen, die dir helfen. Du hast Arbeit, sei dankbar dafür. Wenn du sie nicht haben willst, hätte sie ein anderer. Du hast einen Partner, nörgel nicht ständig an ihm herum. Glaub mir, da draußen gibt es jemanden, der ihn begeistert nehmen würde. Sei dankbar, dass du einen Partner hast. Es gibt viele einsame Menschen da draußen. Hört auf, euch ständig über irgendwas zu beklagen. Auch wenn das bei dir mal nicht zu 100% klappt, vielleicht wird dir dieser Podcast heute helfen. Ich bin ein dankbarer Mensch geworden. Trotzdem, gibt es Dinge, worüber man jammern könnte, wäre aber disziplinlos. Du kannst Menschen nicht ändern, aber die Atmosphäre kannst du ändern. Was wäre, wenn mehr Menschen dankbar wären? Was wäre, wenn mehr Menschen glücklich wären? Das wäre auch weniger Stress in dieser Welt. Auch du wirst zu den glücklichen Menschen gehören. Ja, du wirst es bald sein. Das Universum wird dich mit Glück überhäufen. Du solltest abends, wenn du schlafen gehst, dich geistig mit dem Universum verbinden. Ich nehme dann das Rad des Lebens, die magische Münze, in meine Hand. Lasse den Tag noch einmal Revue passieren vor meinen Augen und es gibt viel zu sehen, wofür ich dankbar bin.
wenn ich für den kommenden Tag Dinge zu erledigen habe, visualisiere ich, wie ich das Ziel erreiche und die Aufgabe löse. Ja, der Mensch hat Angst vor Veränderung. Eigentlich möchte man versetzt werden. Kennst du den Unterschied? Versetzt werden bedeutet, ich bin hier und plötzlich bin ich dort. Ein Zeitsprung. Bums, bist du im Ziel. Veränderung bedeutet, sich zu entwickeln. Das dauert etwas und kostet Zeit. Vertrauen wächst, Zweifel und Ängste verlassen dich. Du bist auf einer neuen Ebene und diese bringt neue Herausforderungen mit sich. Und weißt du, was das Tolle daran ist? Du wirst alles meistern im Leben, was auf dich zukommt. Bleib ruhig, auch innerlich. Die Selbstmeisterung des Lebens macht dich zum Held. Man wird dich als Meister in Erinnerung behalten. Ist besser als den ewigen Jammerlappen, oder? Das Universum gibt dir die Kraft und Weisheit für alles, was du unternimmst. Dein Unterbewusstsein führt dich in dein Ziel, was du anvisiert hast, mit deinen Visualisierungen. Die Macht der Worte. Meine Worte sollen dir Kraft geben. Ich möchte dich ermutigen, für alles Gute, was dir im Leben widerfährt, dankbar zu sein. Mit einem starken Selbstbewusstsein überwindest du Ängste, Zweifel, negative Gefühle quasi im Handumdrehen. Würdest du dann jetzt damit beginnen, deine Träume und Ziele in die Tat umzusetzen? Beginne sofort damit, dein Selbstbewusstsein in kürzester Zeit zu steigern und so dein Restleben in allen Bereichen zum Erfolg führen. Denkst du, du kannst dein Selbstvertrauen steigern? Schreib es mir doch bitte unten in die Kommentare, wie du das Ganze angehst und wie du dein Selbstvertrauen steigerst oder welche Techniken du gefunden hast, die dir dabei helfen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf Abonnieren klickst, dann auf die Glocke und du bekommst immer eine Nachricht, wenn ich etwas Neues eingestellt habe. Wenn dich diese Art von Spiritualität anspricht, darfst du gerne diesen Kanal weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, Menschen, die sich für positives Denken und die Macht der Gedanken interessieren. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, möge das Universum dir Zufriedenheit, Erfolg und Gesundheit bringen. Schön, dass es dich gibt. Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Wünscht euch euer Eckart.